Oh, großer, großer Shit. Das hatte ich noch nie. Unsere Area 51-Basis wird angegriffen. Das ist... Ich muss den Inhalt jetzt erstmal selbst lesen. Okay, ach du Kacke. Wow. Huch, okay. Das ist mir neu. Oh, da ist unser Illyrium. Haben wir das unterwegs gesammelt, oder? Oder haben wir es einfach nur in Sicherheit gewogen? Warum haben wir Heavy Plasma? Wir haben diese Waffen noch nicht erforscht. Warum können wir die benutzen? I do not understand. Ist das jetzt ein Ausnahmefall? Oder was? Also... Screw this. Ach, jetzt verstehe ich das natürlich. Wir sitzen wahrscheinlich gerade auf unserem Lager. Und darin befindet sich alles, was wir gesammelt haben. Und deswegen können wir es hier auch aufrüsten. Ausrüsten. Ach, so sieht unsere Basis aus. Ziemlich cool. Oh Gott. Den Fall hatte ich noch nie. Ich bin jetzt extrem gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Und die Basis sieht natürlich so aus, wie wir sie auch tatsächlich gebaut haben. Deswegen gibt es auch Baumethoden, die man verfolgen sollte für den Fall eines einer Invasion auf die eigene Basis, so dass man quasi nur noch einen einzigen Flur hat, in dem sich Aliens befinden können. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht gemacht. Liegt grundsätzlich daran, dass es uns an Erfahrung mangelt. Mir an Erfahrung mangelt. Ich hatte diesen Fall noch nie und... Scheiße! Das hier ist ein ganz tolles Ding. Ein ganz böses Ding. Gehen wir mal in die Hocke. Ich hoffe, es schießt nicht auf uns. Das ist so eine Art von Mecha. Ein Alien-Mecha. Aber... Ich weiß aus einem vergangenen Play, dass die Dinger relativ empfindlich auf Laserwaffen reagieren. Und entsprechend bin ich sehr froh, das Lasergewehr ausgerüstet zu haben. Okay, wollen wir mal sehen. Wow. Du musst nicht treffen. Es geht nur um dein Überleben. Hör auf, die Einrichtung zu zerstören. Die Dinger haben eine unglaubliche Menge HP. Hocke. Los, ne Mika? Los, T-Man! Jawohl, es stimmt. Laserwaffen sind besonders effektiv gegen die Dinger. Okay. Gefällt mir. Und Funk lassen wir jetzt stehen, denn die beiden sind völlig ausgepowert. Oh, Waldes ist noch hier drin. Befindet sich oben irgendwas? Oh, unsere Waffenkammer. Aha. So sieht das also alles aus. Das ist unsere Radaranlage. Das ist unsere kleine Radaranlage. Das ist immer noch der Hangar. Hier sind unsere Betten. Ach, schön. Das finde ich jetzt richtig faszinierend. Faszinierend. Also oben kann sich theoretisch Emero umsehen. Ja, dann wird Waldes mal wieder runterkommen. Ey, komm mal runter. Was? Nein. Ach. Warum auch immer er jetzt hochging. Geh doch nicht gleich an die Decke. Ja, schauen wir uns mal hier um. Komisch, leckt ein bisschen. Na egal. Aber ich nehme noch auf. Das ist die Hauptsache.
Gut. Paul. Paul! Ich weiß aber auch nicht, von wo aus die Außerirdischen angreifen werden. Moment, eigentlich müssen wir es wissen, es stand sogar da. Und zwar vom Fahrstuhllift aus. Der Fahrstuhllift ist der hier in der Mitte. Entsprechend, ja, der ist eigentlich beschissen platziert. Der ist richtig beschissen platziert. Die Aliens können in alle Richtungen. Verdammt. Gut, jetzt verstehe ich den Sinn hinter einer taktisch gut ausgebauten Basis. Jetzt verstehe ich den Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich das nun am eigenen Leib erfahren darf. Also, Tarsova ist hier in der Ecke, warum auch immer. Was ist hier oben? Naja, dort wird sich nun kein Alien befinden, es sei denn, sie besitzen die Fähigkeit, sich in, ja, andere Gebiete teleportieren zu können und das Vorsetz, was, wie? Hallo, Powersuit? Hallo? Was ist hier nun los? Fuck! Das gefällt mir gar nicht. Wow. Es lief so gut. Es lief alles so gut. Und jetzt? Bricht mein sicheres Haus über meinem Kopf zusammen. Wir haben Tarsova verloren. Shit. Also es ist jetzt nicht so, dass er in diesen Missionen sonderlich viel erreicht hätte, aber wir haben einen Operator verloren. In den letzten 2 Stunden verlor ich niemanden. Ich möchte mich ja nur ungern wiederholen, aber... Das demotiviert jetzt ein bisschen. Nein, da, ja, ich habe mich doch nur verklickt. Ich wollte doch nur Paul anwählen. Paul! Kann es sein, dass sie sich jetzt alle im Hangar befinden? Warum auch immer? Also das hier ist doch der Aufzug. Wenn wir hochscrollen, aha. Wir besitzen nur 2 Ebenen. Okay. Funky, 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 funky. Der steht dort schon ganz gut. Rumpel ebenfalls. Weil es bewegt sich wieder nach unten, fällt einfach mal. Und kann hier raus, ne? Ja. Was für tolle Türen. Garagentüren. So, Imero. Na, er wird sich zumindest hierauf stellen und dann sehen wir weiter. Oh, war ja. Was zum? Er sah etwas aus den Augenwinkeln. Dort ist etwas. Natürlich ein Floater, wir sahen es. Floater, Floater, Floater. Ja, hier irgendwo muss er rumfloaten. Ah, hier. Ich glaube, bin der Meinung, es war hier. Und dort sah er ihn auch. Moment, Moment, Moment. Natürlich den Knopf drücken. Ah! Hallo, Floater! Ich bin froh, dass es bislang nur Floater sind. Naja, und dieser Mecher. Aber ansonsten, wow, nur Floater. Moment, wo befinden sich die andere? Dort. Warum stehen hier überall Fässer? Können wir dort durchschießen? Können wir vielleicht die Fässer treffen? Na. Wow! Leg dich nicht mit Paul an! Er hat den Iron Twister bezwungen! Sein schlimmster Albtraum! Wurde mir jetzt übrigens ein Artwork gezeichnet? Fand ich ganz süß. So ein winzig kleiner Comic. Mit Paul, dem Iron Twister und Brot. Vergesst das Brot bloß nicht. Oh, weia, 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 weia. Ich
bin von der Gesamtsituation nicht gerade überzeugt. Aber wir scheinen momentan alles im Griff zu haben. Mit Ausnahme dessen, dass wir Tarnsuva verloren haben. Okay, Zug beenden. Ich meine, dann müssen wir uns wieder ein, zwei Soldaten andachen. Das andere bleibt uns ja nicht übrig. Okay, schauen wir mal, was hinter Tor 1 ist. Oh, nichts. Nur der Zunk. Weiter wollen wir ihn noch überhaupt nicht bewegen. Oh, was hast du denn gefunden, Paul? Noch ein Alien. Kannst du von hier aus treffen? Zwischen die Augen! Wow. Paul ist verdammt gut. Moral? Nein, und? Genauigkeit? Die Genauigkeit ist gar nicht so gut, aber... Hat er wohl heute einen glücklichen Tag? Das muss das Adrenalin sein. Sehr gut. Okay. Es könnte natürlich sein, dass die Aliens hochgegangen sind. Oder? Schau mal, Nemika. Schau mal. Nein. Kein Alien in Sicht. Umso besser. Waldo. Hier kamen ja die meisten Bestien her. Ich kann es nicht fassen, dass Tarsum mit einem einzigen Schuss erledigt wurde. Das muss irgendein kritischer Treffer gewesen sein. Also, geh mal in die Hocke. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass Emero schießt, aber Emero schießt. Wow! Komm, das war so ein glücklicher Schuss. Kriegst du nochmal hin. Oder du kriegst ihn einfach nicht nochmal hin und zerstörst einfach die gesamte Basis. Na gut. Na gut. I can handle this. Und Paul. Paul ist meine neue Nummer 1. So. Sonst noch mehr unterwegs. Rumpel haben wir schon bewegt. Paul, weil... Ach ja, ja, genau. Er sieht ja immer noch sein Alien. Sein persönliches Alien. Da haben wir noch einen Floater. Ebenfalls wieder... Was zur Hölle? Mit was sind die ausgerüstet? Instant-Kill-Waffen oder was? Wie kann das sein? Rumpel! Hat sich ausgerumpelt oder was? Ich bin gespannt darauf, wie das Loot aussieht. Das sind doch keine normalen Plasmawaffen. Das muss... Was weiß ich? Supernova-Beschleuniger oder so etwas. Ey. Ich wünsche, wir könnten irgendwann mal die Allzweck-Laser-Kuchenketten-Säge erforschen. Die einzige Waffe, die uns hier noch helfen könnte. Meine Fräsen, ey. Wieso schützt die Armor nicht? Was ist denn das? Es muss irgendwie an der Bewaffnung der Aliens liegen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Pew, pew. PewDiePie, pew. Hallo? Ach, die können in die Luft fliegen. Und haben uns nicht verletzt. Gut. Gehen die Hocke. Ob uns durch den Rauch hindurch gut sehen kann? Ich hoffe es nicht. Okay. Okay. Fang hier hinein. Oh. Oh, hi, Alien. How's your sex life? Okay. Schauen wir mal, was passiert. Bin erschüttert. Und die gesamte Basis auch. Nee, Moment, das ist jetzt wieder ein anderes Alien, oder? Ja, es ist ein anderes Alien. Okay, Paul. Wage dich langsam vor.
Ich dachte, das Alien wäre umgekippt. Zu viel Rauch eingeatmet. Okay. Gut. Belassen wir es bei der Sache. Soweit wollte ich jetzt eigentlich nicht laufen, aber ist okay. Du machst das schon, Funk. So wie alles im Leben. Das ist doch kein normaler Mecher. Das war irgendwas... Das Vieh kenne ich nicht. Das ist irgendwas Biologisches. What the fuck? Was ist hier nur los? Nee, ich dachte, ich könnte es im Inventar sehen, aber wahrscheinlich stehe ich nicht auf dem richtigen Feld. Okay. Hui! Federfallstiefel. Okay. Ich würde sagen, keine Aktivität mehr. Doch! Nein! Stop! Stop this man! Da oben! Den habe ich genau gesehen. Stop this madness. Waldi. Drei fatale... Wow, scheiße. Drei fatale Wunden. Und nur 13 HP. Nemica. Schnell. Fast like a Wirbelwind. So, keine Zeiteinheiten mehr. Ich hoffe, es langt noch. Schalt die... Nein, halt. Waldis, du machst nichts. Das muss jetzt taktisch gut überlegt sein. Funk wird hierhin, dahin und schalt das Vieh aus. Schalt das Vieh bloß aus. Wie kann man so versagen? Wow. Snapshot. Bin ich erleichtert. Okay. Hier oben lief noch einer entlang. Paul, hol ihn dir. Ja, kleiner, ja. Was? Hol das Alien. So, und hier wirst du es erwarten. Ich kann es kaum erwarten, dass du ihn erwarten wirst. Okay. Waldis verletzt 10 Runden, aber Nemica hat bereits ihr Medipack zur Hand. Use Medikit. Zwar am linken Arm. Heal. So. Was die anderen Buttons exakt machen, weiß ich überhaupt nicht. Aber wäre cool, wenn ihr es wisst. Dann könntet ihr mir das ja sagen. So, Health 19. Kann sie ihn vielleicht noch weiter heilen? Use Medikit, so ganz allgemein. Heal. Wie geht es ihm jetzt? 19. Ja, so kann er erstmal weitermachen, aber... Oh, sie besitzt sowieso keine TU mehr. Puh, wir haben wohl das gerettet. Gefällt mir. Daumen hoch. Wenn ihr das auch gut fandet, Daumen hoch. Funk. Sieh dich mal hier unten um. Oh. Und ich hatte in den letzten 2 Stunden noch gesagt, ach, die Gegner, die haben sowieso keine Chance, ich hole alles vom Himmel, ich habe keinerlei Verluste, ach, gib mir irgendwas, gib mir eine Terrormission, die komplett aus Chrysalinen besteht, irgendwas Herausforderndes, und jetzt haben wir den Salat. Es ist nicht wirklich was Herausforderndes, aber aus irgendwelchen Gründen sterben unsere Einheiten instant. Fast instant, sobald sie mit grüner Scheiße in Kontakt kommen. Das ist halt das Problem. Ah! Das ist irgendwie vorbeigeschummelt, aber... Hey! Gut gemacht, Emiro! Das ist wirklich Lack-Mero. Skill-Mero. Cash-Mero. Es gibt so viele Spitznamen für ihn. Und alles trifft zu. Ja, so zum Beispiel wie Shit-Mero. Raus. Geblockt. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Oder auch nicht. Ich hätte mich
umsehen sollen. Ich hätte mich umsehen sollen. Und wir haben es gehört. Paul war eine Frau. Jetzt wissen wir es. Das ist nicht wahr. Paul. Gerade Paul. Der massiv viele Feinde in die Flucht schlug. Überall Floater. Überall Scheiße. Oh. Ich werd bekloppt. Ein Verlust nach dem anderen. Wie kann das sein? Das ist doch nicht normal. Da sieht man mal, wenn man eine Basis so fatal baut, dann kann es zu solchen Ergebnissen kommen. Grauenvoll. Grauenvoll, sag ich. Eine Tür wurde benutzt. Wahrscheinlich rannte das Alien hier hinein. Oh Mann. Obama. Eieiei, ich bin mit den Nerven am Ende. Bin ja auch mit den Nerven am Ende, seid Daumen hoch. Ach Gott, vergesst es. Los, Alien, tu irgendwas. Tu etwas. Ich bin froh, dass die Moral der Truppe noch nicht so tief gesunken ist, dass sie aufgeben. Moral ist noch allgemein ziemlich hoch, würde ich sagen. Deswegen brauche ich eben halt auch Leute, die sehr mutig sind, einen hohen Brave-Wert besitzen. Denn ansonsten würden jetzt alle durchdrehen. Das kann ich nicht gebrauchen. Das ist das Schlimmste, was in einer Mission geschehen kann. So. Wir haben keine weitere Tür gehört. Und ich hoffe, dass die Drehrichtung korrekt war. Oh Mann. Oh, oh Mann, wie spät war es eigentlich? Oh. Schon fast 9:30. Funky, warum ist es hier überhaupt so dunkel? Können wir nicht einfach mal das Licht anschalten? Ah ja, Stromrechnung nicht bezahlt. Nur das nächste Mal denke ich dran. Keine weitere Bewegung. Es tut mir fast weh, Imero hochzuschicken, aber... Was? Mit was für Waffen hantieren die? Normalerweise treffen die mich mit ihrem Plasmamist 2-3 Mal hintereinander und das Schlimmste, was dabei rauskommt, ist eine Verletzung. Und jetzt ein Treffer, sofort tot. Wie? Wie kann das sein? Lebt meine Maus noch? Ja, ich hoffe es. Fuck! So, wir haben Imero verloren. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob wir zwei gleichzeitig hochgeschickt hätten. Imero war mit einem Schuss tot. Einem Schiss. Ja, weil es überlebte. Das ist gut. Das ist gut. Wie viele haben wir noch? Wir haben Funk, wir haben Nemica und wir haben Waldes. Wow. Über die Hälfte der Belegschaft wurde ausgelöscht. Ein Alien verschanzt sich jetzt noch im Radarraum. Ein Alien. Ein verdammtes Alien. Ein verdammter Floater. Müssen ihm irgendwie eine Falle stellen. Beweg dich, Nemica.
Funk, muss das mal aufholen. Wäre ja langweilig, wenn alles glatt geht, nicht wahr? Ja, ja, langweilig. Stop killing! Wie oft kann er schießen? Waldes! What the fuck? Was sind das für Aliens? Das muss die Elite sein. Ich kann mir das nicht anders erklären. Das müssen irgendwelche Elite-Aliens sein, wenn ihr so wollt. Nur noch 30 Zeiteinheiten, das ist doch nicht wahr. Kannst du dich noch umdrehen, ne? Zum Teil. Wir haben nur noch Nemica und Funk. Das Alien konnte so feuern und rannte dann weg. Das müssen Aliens mit extrem hohem Level sein. Wir hätten Abwehrvorrichtungen bauen sollen. Abwehrlaser zum Beispiel. Haben wir auch. Moment, ich glaube, wir haben sie noch nicht erforscht. Ja, aber... Halt irgendwas. Irgendwas. Abwehrraketentürme. Um die Aliens aufzuhalten. Irgendwas. Wer wird jetzt sterben? Der hat aber auch eine verdammt gute Position, dieses scheiß Alien. Wow. Nein. Stop. Nicht cool. Du. Sterben. Jetzt. Bitte. Wieso? Bitte. Danke. So. Und sicherlich wird hier noch irgendwo ein Alien herumlaufen. Am besten auch noch oben. Deswegen sehen wir uns oben lieber mal ein bisschen um. Keiner schießt auf uns. Das ist gut. Was? Was? Das war's nicht? Das war's nicht. Nein, ich wollte doch gar nicht hinlaufen. Also diese Ebenen, diese Höhlenunterschiede sind manchmal wirklich super. Das ist das Beste am Spiel. Zumindest ist niemand verwundert. Wieso läuft hier noch irgendwo ein Alien herum? Why? Why are you hating, Game? Das solltest du doch gar nicht hin. Das solltest du doch gar nicht hin. Toll. Jetzt dürfen wir auch die restliche Basis nach einem Alien absuchen. Der ist ein beschissen hohes Level besitzt. So wie alle. Oh Mann. Oh Mann. Grauenvoll. Na, solltest du... Okay, wir lernen für die Zukunft. Du läufst erst eine Treppe hinunter und dann kriegst du dorthin, wo du eigentlich hinlaufen möchtest. Du MG, du. Das Alien wirst du sicherlich nicht spontan finden. Unwahrscheinlich. Fuck. Wir müssen uns aufteilen. Wir müssen vorsichtig sein. Andererseits, wenn wir uns aufteilen, können wir uns nicht gegenseitig heilen, sollten wir verletzt werden. Wir gehen gemeinsam, aber wir versuchen uns zu decken. Nemica und Funk. Die Letzten ihrer Art. Sammelt euch und vermehret euch. Huch. Oh Mann, oh Mann. Also so ein Massaker hatte ich das letzte Mal in einer Terrormission. Und die fühlte sich nicht mal so verlustfrei an wie jetzt dieser Angriff auf unsere Basis, ganz ehrlich. Unglaublich. Vielleicht sollten wir noch hier hintersehen. Ich drehe Nemi mal um. Nichts.
Wo könnte es herumstreifen? Herumstreifen? Sollen wir wirklich überall nachsehen? Ich meine, diese Aliens besitzen ein so hohes Level, dass sie höchstwahrscheinlich immer zuerst schießen können. Und erst danach wir. Das ist ein gigantisches Problem. Okay, wir müssen extrem behutsam vorgehen. Extrem taktisch. Damit wir unsere Leute nicht verlieren. Unsere Basis nicht. Und mein persönliches Ziel wird es sein, 2 Leute zu behalten. Schon alleine, damit sie sich hochheilen können. Alles absuchen. Wir müssen alles absuchen. Nichts. Rein gar nichts. So etwas hatten wir bislang noch nicht in diesem Projekt. Aber hey, was soll man schon erwarten? Das ist ein verdammter Alien-Angriff. Kein Picknick im Nationalpark. Oder sonst wo. Sehen wir das Alien vielleicht rein zufällig irgendwo. Es könnte sich hier oben befinden. Oder sonst wo. Vielleicht hier in den Kajüten. Der Wohnraum halt. Wir sehen kein Alien. Also, vielleicht mal mit dem Ausschlussprinzip. Also es könnte ein Alien sein, das sich kaum bewegt. Dann wäre es möglich, dass es sich in einem kleinen Raum befindet. Aber Aliens bewegen sich eigentlich auch, und das nicht wenig. Von daher wäre es eigentlich unlogisch, sie in diesen kleinen Räumen zu suchen, denn irgendwann müssen sie durch Türen. Die letzten Runden über haben wir keine einzige Tür gehört. Bedeutet, kein Alien ging durch eine Tür, also höchstwahrscheinlich nicht durch einen kleinen Raum. Welcher Raum könnte also zutreffen? Dieser Raum scheidet aus. Dieser hier jedoch nicht. Ebenso wenig wie die Hangar? Naja, im Zentrum haben wir uns eigentlich gut genug umgesehen. Also ich vermute, das Alien befindet sich in den Wohnräumen. Wir warten nochmal. Kein Geräusch. Wir bewegen uns wieder nach unten. Wir sehen drüben noch. Oh! Leck mich doch am Buttercremetörtchen. Ich war die letzten 2 Stunden noch so gut drauf. So gut drauf. Wow. Klar, es ist jetzt spannend und... Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass jetzt mal sowas Extremes geschieht. Aber zeitgleich auch nicht. Hier nichts. Da nichts. Ich erwarte jederzeit, dass wir angegriffen werden. Also, da wir jetzt noch nicht einmal irgendwas gesehen haben, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass sich das Alien weit entfernt von uns befinden muss. Ich meine, unsere Einheiten sind auch quasi überall entlang gegangen. Wir waren noch nicht in diesem einen Raum hier oben. Es muss sich dort befinden. Es geht nicht anders. Also gehen wir dort auch hin. Aber auch wenn das jetzt extrem gefährlich ist, getrennte Wege. Getrennte Wege, aber zum gleichen Ziel. Aber immer mit ein paar Zeiteinheiten in der Hinterhand. Und immer auf die Geräusche hören. Nichts. Huch, Zeiteinheiten in der Hinterhand bitte. Puh.
nichts weiter. Was ist das überhaupt für ein kleiner Raum hier? Der Putzraum. Hier arbeitet der Systemadministrator. Oder dort werden LPs aufgenommen. Kann natürlich auch sein. Nichts. Rein gar nichts. Bewegen wir uns hier hinein. Kein Schuss fiel auf uns. Gut. Nichts. Okay. Ihr werdet lieber halbwegs gemeinsam hier hineingehen. Sie passen natürlich nicht beide durch die Tür. Okay. Wer hat mehr Erfahrung? Keiner von beiden. Wessen Reaktion ist höher? Wer besitzt mehr Zeiteinheiten? Reaktion. Moment. Blop, das war zu schnell. 57 Zeiteinheiten. Reaktion. 59, 57, 59. Ah. Sehr geringe Reaktion. Funk geht zuerst. Natürlich auch, um die Damen zu schützen. Ah, ich hab's mir doch gedacht. Das Ausschlussprinzip hat wieder einmal zugeschlagen. Und in den Rücken. Er muss ja sterben. Habt ihr die Knarre gesehen? Heavy Plasma. Das erklärt alles. Das erklärt, warum wir niedergestreckt wurden. Heavy Plasma. Okay. Heavy Laser für alle. Ich habe mich entschieden. Heavy Laser für alle. Das war's. Wow. Wow. Das war extreme Katastrophe. Wir sollten aus diesen Erfahrungen lernen. Boah. Hier bauen wir erst einmal Missile Defenses 300.000. Und Unterhaltungskosten 5.000. Ich würde, wenn schon, denn schon, lieber auf die Laser-Defense sparen. Was natürlich noch ein bisschen dauert. Heavy Laser. Okay, Moment. Nicht jeder kann eine Heavy Laser tragen. Das ist natürlich wichtig. Ich will ja gar nichts transferieren. Ich bin gerade so ein bisschen... weggetreten. Aufgrund dieses Angriffs. 5 Leute verloren. Wir haben nur noch 2 übrig. Wir konnten knapp unsere Basis verteidigen. Ich bin erleichtert, dass wir diese Basis noch haben. Ich meine, Leute, die war teuer. Wir haben viel Zeit in diese investiert. Auch wenn ihr davon einen Teil nicht mitbekommen habt. Puh. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Wir brauchen neue Leute. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir bestellen uns 10 neue. Und ich befürchte, allmählich muss ich meine Namensliste erweitern. Yep. Das muss ich. Habe nicht mehr allzu viel übrig. 41.000 Namen habe ich noch. Nein. 41.000 Dollar. Haben wir noch. Ja. Was ich hier wirklich noch nachsehen wollte, war... der Research. Wir erforschen nichts! Das ist mir schon in den letzten 2 Stunden einmal passiert. Laser Defense. Bitte. Oh Mann.
Okay. Ich bin jetzt so fix und alle. LP. Oh Mann. Ne? Versteht er schon, ne? Zone of the Enders. Oh Mann. Wird aber, glaube ich, ein bisschen anders geschrieben. Das war das katastrophale Let's Play UFO Enemy Unknown. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und falls euch dennoch irgendwie gefallen hat und ihr noch mehr Unterhaltung wünscht, dann schaut doch auch in meine alten Videos. Und es klopft an meiner Tür und ich sage euch schon mal Tschüss. So, tolles Timing. Nein, hat sich niemand über den Lärm beschwert. Wo war ich? Ach ja. Falls ihr Letzteres nicht machen wolltet, ja, dann schaut doch auch in die aktuellen Videos oder die zukünftigen. Ach, ihr kennt den Standardspruch. Bis zum nächsten Mal, nicht wahr? Bin jetzt sowieso völlig aus dem Konzept durch das Klopfen. Verdammt nochmal. Also, bis zum nächsten Mal. Also, heute geht's ja drunter und drüber. Boah. Furchtbar. Bis dann. Boah.